20 Jahren wurde die UN-Resolution 1325 im UN-Sicherheitsrat verabschiedet. Die Resolution heißt Frauen, Frieden, Sicherheit. Heute spreche ich mit Cornelia Möhring, unserer frauenpolitischen Sprecherin, und Katrin Vogler, unserer Sprecherin für Friedenspolitik, noch einmal über die Geschichte der Resolution und warum es so wichtig ist, diese Resolution zu verabschieden. Könnt ihr mir kurz schon was erzählen? Wie ist das entstanden? Welche Gründe gab es dafür, diese Resolution vor 20 Jahren zu verabschieden? Conny, willst du vielleicht anfangen? Gerne. Ich bin mir sicher, dass Katrin mich ergänzen wird, nochmal explizit aus friedenspolitischer Sicht. Ich will mal einen Blick zurückwerfen auf die Zeit vor 2020, vor 2000 und weit davor eigentlich, weil die UN-Resolution 1325, die ist nicht über Nacht zustande gekommen, sondern da sind weltweit viele Kämpfe vorher gewesen. Die Frauenbewegung hat schon Jahrzehnte vorher begonnen, die Situation von Frauen in der Welt öffentlich zu machen und anzuprangern, und haben viele Jahre dafür gekämpft, dass Frauen in Friedensprozesse eingebunden werden, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. 1975 fand, ich meine zu erinnern, in Mexiko die Weltfrauenkonferenz statt, das war in Mexiko, ne? Wo das Thema Frauen in Kriegen und Krisenprozessen schon eine sehr, sehr wichtige Rolle spielte. Und vor der Verabschiedung im UN-Sicherheitsrat nahm natürlich die öffentliche Debatte darüber zu, und es wurde eben auch intensiver berichtet, wie es Frauen eigentlich geht in der Welt, wenn Kriege entstehen, wenn sie auf der Flucht sind. Und das ist im Übrigen auch ein Zugang, der mich dazu gebracht hat, mich ein bisschen mehr mit so einer trockenen, ja eigentlich trockenen Resolution zu beschäftigen, weil wir können uns das hier vielleicht gar nicht so vorstellen, wie es den Frauen gibt, die in Kriegen in Afrika oder in Asien oder irgendwo auf der Welt direkt betroffen sind. Frauen, es gibt Länder, da sind 95% der Frauen schon vergewaltigt worden. Versklavung, Verstümmelung, Zwangsverheiratung stehen an der Tagesordnung für diese Frauen. Und es war mit der die Verabschiedung der UN-Resolution 1325 war schon ein Paradigmenwechsel, weil bisher halt nur exklusiv Männer verhandelt haben über Kriege und über Friedensverhandlungen und keine Frau mit am Tisch saß. Aber damit natürlich auch die besondere Situation von Frauen und vor allem die besonderen Bedarfe auch von Frauen, die sie haben vor Kriegen, also in der Prävention, in Kriegen und auch nach Kriegen, fanden gar keine Berücksichtigung. Katrin, was konkret steht denn in dieser Resolution? In dieser Resolution verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten, und das sind sehr, sehr viele inzwischen, dazu, dem Schutz von Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisensituationen besondere Bedeutung zukommen zu lassen, Gewalt gegen Frauen und Kinder durch Krieg und Bürgerkrieg vorzubeugen, also Prävention zu betreiben. Und eben auch Frauen an Friedensprozessen zu beteiligen. Wir wissen, dass in zunehmendem Maße, also es hat es in der Geschichte immer schon gegeben, von den sogenannten Trostfrauen, Zwangsprostituierten aus Korea, die verschleppt worden sind von den Japanern im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, hat es immer schon gegeben, dass Gewalt gegen Frauen systematisch als Mittel des Krieges eingesetzt worden ist. Und seit 20 Jahren haben wir jetzt eine verbindliche Grundlage, auf der sich die Staaten der Welt verpflichten, dieses Phänomen zu bekämpfen, einzugrenzen, Frauen vor allem eben, aber auch nicht nur als Opfer zu sehen, nicht nur in ihrer Opferrolle zu verstetigen, sondern sie auch zu ermächtigen, ihre Forderungen und ihre Wünsche in Friedensprozesse einzubringen. Und wir wissen, dass Friedensverhandlungen, Friedensverträge viel länger halten, wenn Frauen daran beteiligt sind. Und auf der ganzen Welt sind wahnsinnig viele Frauen aktiv in der Friedensbewegung, für Friedenserziehung, für Gewaltfreiheit, auch gegen strukturelle Gewalt, Armut, Ausbeutung.
Und diese Frauen werden gestärkt, dadurch, dass sie sich auf eine solche Resolution berufen können. Das ist der große Meilenstein gewesen. Nun wissen wir ja, Papier ist geduldig. Was hat sich denn durch die Verabschiedung der Resolution praktisch geändert? Es gibt schon ein paar Punkte, die dadurch auch sich konkret geändert haben. Also Frauen sind stärker beteiligt an Friedensprozessen, Friedensverhandlungen zum Beispiel, wobei das immer noch nicht ausreichend ist. Ich meine, 2011 war der Stand bei 11 laufenden Friedensverhandlungen in der Welt, waren genau 4 Frauen beteiligt. Aber so eine Resolution, die dann sogar ja einstimmig in der UN verabschiedet wurde, die hat ja viele Staaten veranlasst, auch nationale Aktionspläne auf den Weg zu bringen und zu konkretisieren, wie diese Friedensprozesse zu laufen haben. Aber ich will auch ein paar ganz konkrete Beispiele nennen, weil dadurch, dass es diese Resolution gab, werden zum Beispiel andere Ressourcen bereitgestellt. Es ist damit der Auftrag verbunden, Daten zu erheben. Es ist damit zum Beispiel möglich geworden, gezielter auch bei Hilfsprogrammen vor Ort Frauen zu stärken, NGOs zu fördern. Also das sind schon ganz explizite Fortschritte, die es gibt, auch wenn wir sagen, es ist immer noch viel zu wenig und Frauen sind bei weitem noch zu wenig überhaupt beteiligt an diesen Prozessen. Also für mich ist ganz wichtig, dass wir beobachten können, dass innerhalb der UN die Sensibilität und die Wahrnehmung der Bedürfnisse von Frauen stark gewachsen. Es hat jetzt vor ein paar Jahren einen sogenannten Review-Prozess, also eine Überprüfung gegeben. Und dabei sind dann auch Empfehlungen, hat der Generalsekretär auch Empfehlungen abgegeben für die Zukunft. Für mich ein ganz wichtiger Meilenstein ist, dass erstmals das unbewaffnete zivile Peacekeeping, also der unbewaffnete Schutz von Zivilbevölkerung als wichtiges Instrument da benannt und unterstützt worden ist, sodass wir jetzt ganz andere Möglichkeiten haben, auch gegenüber den Regierungen einzufordern, dass sie dieses unbewaffnete Peacekeeping auch mit Mitteln unterstützen sollen. Wir haben es erreicht, dass in Deutschland in den Leitlinien, in den Krisenleitlinien der Bundesregierung auch ein positiver Bezug zum unbewaffneten zivilen Peacekeeping drin ist. Und das ist wirklich das hat eine wirkliche Wirkung vor Ort. Also wenn beispielsweise im Südsudan Frauen immer wieder in Wasserlöchern von Milizen und Soldaten belästigt werden, überfallen werden, vergewaltigt werden. Und dann werden sie begleitet von diesen zivilen, unbewaffneten Schutzleuten. Dann verändert sich was im konkreten Leben für die Frauen. Und das ist ein wirklicher Gewinn, dass wir ein solches Instrument jetzt erstmals auch auf der UN-Ebene und auch in der Bundesrepublik im politischen Handeln zumindest verbal verankert haben. Und da kann man sich drauf berufen, da kann man auch weitere Forderungen stellen. Es gibt ja auch Folgeresolutionen. Und es gab zum Beispiel im Jahr 2008 die Folgeresolution 1820. Das sind so lustige Zahlen, muss man sich dann immer merken. Die ist auch sehr entscheidend. Die gibt es eben auch nur, weil es die ursprüngliche Resolution gab. Und in dieser Resolution 1820, da wurde das erste Mal sexualisierte Gewalt auch als systematische Kriegswaffe anerkannt. Auch das hat Folgen. Also vorher wurden Massenvergewaltigungen, Versklavung, Verschleppung, also diese ganzen furchtbaren Dinge, die auch gezielt mit Frauen passieren, also die auch als Kriegswaffe eingesetzt werden, eher so als unvermeidbares Risiko halt in Kriegen hingenommen. Und durch den Diskussionsprozess auch um die Umsetzung der 1320 kam diese Folgeresolution und hat das eben als systematisches Kriegstaktik festgeschrieben. Das hat wiederum Folgen natürlich auch auf Völkerrecht und auch auf konkrete Maßnahmen vor Ort. Katrin, du hast das unbewaffnete zivile Peacekeeping schon angesprochen. Unsere Fraktion fordert das ja konkret von der Bundesregierung, sich stärker dafür einzusetzen. Greift das schon? Also konnten wir da schon Erfolge erzielen? Und kannst du noch mehr dazu erzählen, wie es funktioniert, ohne Waffe in Konflikte einzugreifen? Ja, das funktioniert tatsächlich sehr effektiv. Vor allem deshalb, weil die Leute, die das machen, das sind gut geschulte Aktivistinnen und Aktivisten,
oft aus unterschiedlichsten Kontinenten, die da zusammenkommen. Zum einen stellen sie quasi die internationale Öffentlichkeit her. Das heißt, sie dokumentieren die Situation und haben einen Blick darauf. Dann leben sie mit den betroffenen Gemeinschaften zusammen. Also sie sitzen nicht wie viele andere internationale in gut geschützten, von Stacheldraht umgebenen, klimatisierten Containern irgendwo und lassen sich abschotten von der Bevölkerung, sondern sie leben mit den Menschen. Das heißt, sie gehen in die Gemeinschaften rein und können dort, weil sie auch unparteilich auftreten oder allparteilich auftreten, können sie auch mit den Kämpfern Verhandlungen führen. Also wenn es zum Beispiel zur Entführung von Frauen kommt oder zur Entführung von Jugendlichen, um sie zu Kindersoldaten zu machen, dann haben sie die Möglichkeit, tatsächlich mit den Kriegsparteien dann zu verhandeln und zu sagen, das ist Unrecht, was ihr tut, bringt die Kinder zurück. Das haben sie in Sri Lanka sehr erfolgreich getan. Im Südsudan, habe ich das Beispiel schon gebracht, haben sie den Frauen ermöglicht, wieder zum Wasserloch zu gehen und Wasser zu holen, sondern sie haben teilweise auch blutige Auseinandersetzungen um Vieh- und Weidegründe zwischen zwei verschiedenen Dörfern und Ethnien so verhandelt, dass die Frauen da selber Friedensprozesse gestartet haben, weil es eben immer die Frauen und die Kinder sind, die am meisten unter diesen Konflikten leiden. Und deswegen funktioniert das gerade in diesem Zusammenhang beim Schutz von Zivilistinnen sehr, sehr gut. Da haben wir sehr gute Erfahrungen. Das sind aber noch kleine Pflänzchen. Also das sind beispielsweise im Südsudan, glaube ich, 120 Personen in einem riesigen Land. Also man kann sich das kaum vorstellen. Dass man aber von diesen Erfahrungen durchaus lernen kann und kann das einsetzen. Das hat natürlich auch den wahnsinnigen Vorteil, dass das viel, viel billiger und weniger schädlich ist als der Einsatz von bewaffneten Soldaten. Und deshalb bin ich sehr froh, dass uns auch gelungen ist, eben bei der Bundesregierung die Ohren dafür zu öffnen. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Also als ich das erste Mal darüber hier im Plenum des Bundestages gesprochen habe, bin ich noch ausgelacht worden. Inzwischen wird das Instrument ernst genommen und es besteht auch sogar die Bereitschaft, da was zu finanzieren. Und wir warten jetzt darauf, dass auch die entsprechenden Anträge kommen. Unter Corona ist das alles auch sehr, sehr schwierig. Conny, kannst du unseren Zuschauerinnen vielleicht kurz erklären, wodurch sich die feministische Friedenspolitik unserer Fraktion im Hinblick auf die anderen Fraktionen im Bundestag unterscheidet? Also sind wir da, gehen wir da voran oder gibt es da vielleicht noch andere Fraktionen, die sich mehr dafür einsetzen? Also ich würde jetzt mal sagen, dass wir uns an verschiedenen Punkten unterscheiden. Erstmal aus feministischer Sicht gibt es schon einen deutlichen Unterschied auf unsere aktive Friedenspolitik, weil wir auch, wenn wir jetzt mal die 1325 weiterhin als Beispiel nehmen, dass wir zum Beispiel ja nicht nur die Opfer sexualisierter Gewalt, also wir wollen ihnen nicht nur helfen, sondern wir wollen in die Prozesse so eingreifen, dass sie gestärkt werden. So, das ist schon mal der eine Punkt. Also wir betrachten, so wie Katrin das gesagt hat, auch die Frauen nicht durch die Bank als Opfer, sondern wir sehen sie auch als Friedenstäterinnen und wollen sie in dieser Funktion stärken. So, und dann wissen wir natürlich, dass wir Kriege nie mit Kriegen beseitigen können. Also Katrin hat das mal in einer Rede, hast du, glaube ich, Bertha von Suttner zitiert, die gesagt hat, Blut wäscht man nicht mit, kann man nicht mit Blut abwischen und Öl nicht mit Öl. Und so kann man eben auch Kriege nicht mit Kriegen verhindern. Und das soll heißen, wir wollen als linke Friedenskraft natürlich vor allem die Ursachen von Krieg und auch sexualisierter Gewalt beenden. Das heißt, wir legen das Hauptaugenmerk auch darauf, dass wir, bevor Kriege entstehen, tätig werden wollen. Und wir wollen sehen aber auch, wie die Bundesregierung eben eingreift, auch in diese Kriege, indem sie zum Beispiel Waffen exportiert. Also ein Großteil der Kleinwaffen, die auch durch die Bundesrepublik exportiert wurde, die führt halt in den Ländern vor Ort genau
zu den geschilderten Situationen? Also wir sind die Einzigen, die ganz klar sagen, die beste Prävention von kriegerischer, sexualisierter Gewalt ist, dass man eben aufhört, Kriege zu befeuern und dass man aufhört mit diesen Rüstungsexporten, dass man, dass die in Deutschland aufhört, aufzurüsten und diese Mittel, die da frei werden, eben in die Förderung von Friedensprozessen und sozialer Gerechtigkeit in aller Welt steckt. Ich glaube, das unterscheidet uns ganz im Kern, dass wir eben auch Feminismus nicht so deuten, dass wir sagen, uns reicht das jetzt, wenn im Generalstab irgendwo eine Frau sitzt. Nein, das ist einfach der falsche Ansatz. Da geht es nicht nur um Gleichberechtigung, sondern es geht um eine Veränderung der Außenpolitik, dass sie wirklich friedensfördernd wird und dass sie auf Krieg als Mittel nicht mehr zurückgreift. Und auch nicht mehr zurückgreifen muss, weil eben die anderen Instrumente so entwickelt sind, dass man auch guten Gewissens sagen kann, ja, wir haben da andere Mittel, die sind wirksam, die sind sogar wirksamer als das Militärische. Sie sind vielleicht ein bisschen komplizierter in der Handhabung und man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass es das gibt. Man muss dafür eng mit der Zivilgesellschaft und vor allem mit den lokalen Akteuren zusammenarbeiten, was Militär nicht muss. Wenn du da im Panzer sitzt, brauchst du mit niemandem zusammenzuarbeiten. Und das ist ein grundlegend anderer Ansatz, den wir vertreten und den wir eben auch feministisch herleiten, weil wir eine Gesellschaft wollen, in der es keine hierarchischen, gewaltformigen Strukturen gibt, die Frauen unterdrücken und ausgrenzen. Und deswegen ist für uns auch ganz klar, dass auch so ein Instrument wie so eine UN-Resolution eben nicht dazu dient, einfach die Quote der Frauen zu erhöhen, die in solchen Verhandlungen und Präventionsprozessen beteiligt sind. Also andere sehen das so teilweise so als Gleichstellungsförderinstrument. Ne? Da werden jetzt damit irgendwie Frauen befördert, sich in diese wichtigen politischen Verhandlungen einzuführen. Das ist eben nicht unser Ansatz, sondern genau wie Katrin sagt, ganz anderer Fokus. Da würde ich noch mal kurz nachhaken. Wie muss denn die praktische Umsetzung der Resolution 1325 eigentlich aussehen? Wahrscheinlich können sich viele das praktisch noch gar nicht vorstellen. Könnt ihr dazu noch kurz was sagen? Ja gut, einiges haben wir ja schon angedeutet. Aus unserer Sicht würde dazu gehören eine Politik, die auf Gewalt verzichtet. Soweit sind wir natürlich noch lange nicht, aber man kann eben ja auch schon in kleinen Schritten Dinge aushandeln. Wir haben lange dafür gestritten, dass es hier in Deutschland einen nationalen Aktionsplan gibt zur Umsetzung. Der geht uns natürlich längst nicht weit genug und ist uns auch zu sehr im alten Denken verhaftet. Aber immerhin, das war ein Schritt, weil man jetzt auch was Überprüfbares hat. Also die Bundesregierung muss dazu alle 4 Jahre berichten und da können wir wieder kritische Nachfragen stellen, unsere Finger in die Wunde legen. Ganz wichtig ist, dass den schönen Worten auch Taten folgen müssen. Also ich habe mich zum Beispiel mit der Lage der Jesidinnen im Irak beschäftigt. Ist ja was, wo viele Leute sehr empört mitgekriegt haben, dieser versuchte Völkermord durch Daesh, den selbsternannten Islamischen Staat. Und muss jetzt feststellen, dass eigentlich seitens der Bundesregierung da gar nichts passiert, um sich um die Opfer zu kümmern, um die Überlebenden zu kümmern, die alleingelassen werden mit ihren Traumata, mit ihren Verletzungen, mit den Kindern, die geboren wurden aus Vergewaltigungen und Verschleppungen und Zwangsverheiratung. Da dran zu bleiben und immer wieder einzufordern, wir müssen uns da kümmern, wir haben eine Verantwortung, diese Frauen und ihre Familien nicht alleine zu lassen, dafür zu sorgen, dass sie zum Beispiel Zugang zu gesundheitlicher Versorgung, zu Psychotherapie bekommen, dass die Traumata bearbeitet werden können, dass die Kinder gestärkt werden, dass sie emotional stabilisiert werden. All das ist eine Grundlage dafür, dass eben auch Gewaltursachen in den Gesellschaften bekämpft werden. Und da können wir ganz konkret was machen und da fordern wir eben auch konkrete Mittel, Maßnahmen und Projekte von dieser Bundesregierung und auch von allen anderen Regierungen. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, solange Papier als einfach nur auf dem Papier steht, nützt uns das natürlich wenig. Also dann macht man einen Haken dran und ja, es ist fertig. Also es muss schon so sein, wenn man die UN-Resolution 1325 wirklich konkret umsetzt, dann heißt es eben auch wirklich auf alle Maßnahmen mit diesem menschenrechtlichen
speziellen Blick auch auf die Wirkung der Sicherheit von Frauen zu blicken und dementsprechend halt Ressourcen bereitzustellen. Ich habe noch ein anderes Beispiel, also ein Negativbeispiel, wie man nämlich zum Beispiel diese UN-Resolution mit Füßen tritt. Das ist Donald Trump, der als eine seiner ersten Amtshandlungen zum Beispiel alle Projekte, alle Förderungen gestrichen hat für Projekte, die dafür sorgen, dass Projekte, die reproduktive Rechte sichern, also die für sichere Verhütung sorgen, die für legale und gesundheitlich risikoarme Schwangerschaftsabbrüche und so weiter sorgen, keine Mittel mehr bekommen. Und eine produktive Umsetzung wäre eben genau das Gegenteil, zu überlegen, wo brauchen Frauen auch in dieser Welt Unterstützung, um ihre Situation zu verbessern und möglichst halt auch Krisen und Konflikte von vornherein zu verhindern. Deutschland ist ja aktuell gerade noch im UN-Sicherheitsrat. Nutzt Deutschland da die Chance, um für die UN, die Resolution 1325 irgendetwas voranzubringen? Oder habt ihr Wünsche, was Deutschland aktuell im Sicherheitsrat tun könnte, fordern könnte, um für diese Resolution einzustehen? Ja, das ist leider ein Trauerspiel. Man muss wirklich sagen, die Bundesregierung hat diese Chance grandios versemmelt. Wir haben erlebt, dass zu Beginn der deutschen Sicherheitsratsmitgliedschaft die Bundesregierung und Heiko Maas sehr, sehr lautstark erklärt haben, dass sie sich das sozusagen zur Hauptaufgabe machen, die Resolution weiterzuentwickeln und die Lage der Frauen zu verbessern und sie zu stärken. Und das Gegenteil ist der Fall. Es wurde dann eine weitere Folgeresolution unter Federführung der Bundesregierung erarbeitet. Die hat die schöne Nummer 2467. Und an der lassen Frauenorganisationen weltweit und Menschenrechtsorganisationen definitiv kein gutes Haar, weil sie weit zurückfällt hinter das, was schon erreicht war. Und dafür ursächlich ist tatsächlich auch die starre Haltung der US-Administration unter Trump, was man vorher hätte wissen können und wo man hätte sagen können, okay, unter diesen Bedingungen verzichten wir drauf, jetzt hier Rampenlicht und Fototermin mit einer neuen Resolution zu produzieren und versuchen lieber hinter den Kulissen neue Bündnisse zu schmieden und dafür zu sorgen, dass mindestens das, was wir haben, auch wieder besser umgesetzt wird. Aber das hat die Bundesregierung wirklich kolossal versemmelt und ich bin da sehr empört, dass diese große Chance nicht genutzt worden ist. Also erleben wir quasi gerade so ein Rollback in der feministischen Friedenspolitik unter Donald Trump? Wir erleben das Schleifen von unglaublich vielen Frauenrechten, vor allem im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung, aber auch in sozialen Fragen. Wir erleben eine, sag ich mal, Verrohung der internationalen Politik, das Aufkündigen und Brechen von sämtlichen völkerrechtlich bindenden Vereinbarungen, die man getroffen hat, auf die man sich berufen könnte. Und tatsächlich bin ich der Auffassung, diese Trump-Administration ist kein sinnvoller Verhandlungspartner. Natürlich hat die US-Regierung wahnsinnig viel Macht in diesen internationalen, globalen Institutionen, aber sie haben in den letzten 4 Jahren, die ja nun Gott sei Dank zu Ende gehen, nichts Positives eingebracht in all diesen Gremien, sondern nur verhindert, geblockt und zerstört. Also ich kann Katrins Ärger da voll teilen. Ich habe immer noch die Situation vor Augen, als Heiko Maas mit Angelina Jolie vor den Kameras, vor dem UN-Gebäude posiert und das als großen Erfolg raushaut, dass er diese Folgeresolution auf den Weg gebracht hat, während wirklich die gesamten NGOs und Frauenbewegungen, alle die vor Ort wirklich aktiv sind und als Friedenstäterin dafür sorgen wollen, dass sich die Situation und Lage verbessert, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, damit werden wirklich alte Sachen verfestigt und wir gehen sogar einen Schritt zurück. Das finde ich echt empörend. Rollback oder Backlash oder wie immer man das nennen will, wir erkennen das doch aktuell auch an dem Umgang mit geflüchteten Frauen beispielsweise. Also auch wenn man darauf mit dem eigentlich so Menschenrechts
menschenrechtsbasierten Blick der UN-Resolution Frauen-Frieden-Sicherheit-Blick, dann müssen wir alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil natürlich betrifft es auch die Frauen auf der Flucht. Und in was für einer Situation sind die? Nicht nur in Moria, also die kommen aus ihren Ländern ja alle nicht ohne Grund. Und auch diese Frauen, die jetzt hier Schutz und Sicherheit suchen, werden auf dem Weg, sind die unglaublichen Gefahren ausgesetzt, werden genauso vergewaltigt, werden gezwungen, Kinder auszutragen, leben unter den unglaublichsten Bedingungen, die man gar nicht Leben nennen kann. Kommen in Ankerzentren, wo sie keine Schutzräume haben und keinen Zugang zu Traumatherapie oder ähnliches. Ja, Hochschwangere sitzen irgendwie in den sogenannten Hotspots ohne gesundheitliche Versorgung und diese Bundesregierung ist gerade mal bereit, irgendwie eine Handvoll Personen aufzunehmen. Also das ist zum Beispiel ein ganz konkreter aktueller Ansatz, wo ich finde, wenn die Bundesregierung die 1325 ernst nimmt, dann muss sie auch an der Stelle jetzt endlich konkret handeln. Kann man irgendwie positiv in die Zukunft blicken? Ist das möglich? Unbedingt. Also ich bin ja viel unterwegs in der Welt und hatte jetzt auch vor kurzem noch die Gelegenheit, also noch vor Corona in Kenia, eine Friedensfrau, die da in einem Slum von Nairobi wahnsinnig krasse Arbeit leistet, eine Zeit lang zu begleiten. Und ich treffe immer wieder wahnsinnig starke Frauen, die gegen alle Widerstände und unter Bedingungen, die wir uns kaum vorstellen können, super klasse Arbeit machen, sich auseinandersetzen mit Konflikten in ihrem Viertel, in ihrem Stadtteil, in ihrer Community und dafür sorgen, dass die Menschen zusammenkommen und dass sie ihre Konflikte ohne Gewalt lösen. Und das ist ein wahnsinniges Potenzial, was wir haben. Ich vertraue diesen Frauen viel mehr als all den wichtigen Politikern, die gerne vor Kameras posen. Genau, das ist der Grund, warum ich mir manchmal nicht nur eine 50%-Quote wünsche, sondern eine 99%-Quote. Ganz ehrlich, weil, also ich erlebe das auch, ich bin nicht ganz so viel unterwegs wie Katrin, aber da, wo ich mit Frauen aus aller Welt zusammengetroffen bin, zum Beispiel bei der Frauenrechtskonferenz bei den Vereinten Nationen, die ja eigentlich jährlich stattfindet, da sind die Frauen auf einem Haufen, die wirklich gemeinsam und solidarisch für eine bessere Welt, eine andere Gesellschaft kämpfen. Ich bin da ganz zuversichtlich und erst recht, wenn solche Resolutionen auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, weil dann werden diese 50% auch an solchen Prozessen real beteiligt und dann werden wir schon viel weiter. Also das Motto gilt einfach, nicht aufgeben, sondern eher noch einen Zahn zulegen.